Hallöchen Schnuffis, heute machen wir ein Mermaid Fidget Spinner. Dieses DIY ist wieder auf meinem eigenen Mist gewachsen und ich habe es selbst erfunden. Ihr braucht auf jeden Fall einen ganz normalen Fidget Spinner, wo ihr sagt, die Farbe gefällt euch nicht. Dann brauchen wir diesen Paillettenstoff. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Das seht ihr aber auch bei meinem Handyvideo. Das verlinke ich euch jetzt da oben. Da, hier so. So, jetzt schneiden wir uns erstmal grob was von unserem Stoff ab. Da springen schon wieder die Paletten. Okay, jetzt müssen wir das Ganze erstmal abmalen. Wir legen unseren Fidget Spinner hier drauf, machen allerdings erstmal hier den Deckel ab und das Kugellager raus. Den Kugellager. Oh, das geht's nicht. Oh, ganz schön schwer. Zack. Achso, ich wollte gerade drehen, aber es geht da jetzt gar nicht mehr. So, wir legen jetzt erstmal den Fidget Spinner hier drauf und malen das Ganze zweimal ab. Und mit dem Stift brauchen wir jetzt erstmal die Form. Achso, und die Mitte auch noch. Na, das ist doch hübsch hier. Und das machen wir jetzt nochmal, weil das Ganze brauchen wir zweimal. Wir haben ja eine Vorder- und Rückseite und deswegen. So, sehr nice. Jetzt schneiden wir das Ganze aus, aber müssen es ein bisschen größer ausschneiden, weil wir das ein bisschen um die Ränder kleben müssen. Jetzt haben wir das eine schon fertig und jetzt müssen wir das andere auch noch ausschneiden. Ta-ta-ta-ta. Jetzt habe ich hier so eine kleine Nagelschere und damit schneide ich jetzt hier die Mitte raus. Das ist am besten mit der hier. Da, jetzt haben wir unsere zwei fertigen Blumendinger hier und jetzt können wir schon mal anfangen, die zusammenzukleben. Und jetzt brauchen wir erstmal eine Heißklebepistole. So, jetzt können wir hier unser Kugellager wieder reindrücken. Aber ich möchte noch mal kurz was zu diesem Stoff sagen, ne? Wenn ihr den teuren holt, der richtig gut ist und auch blickdicht ist, der kostet ca. 20, 25 Euro. Der hier hat 4,99 Euro gekostet, weil es eigentlich ein Kopfkissen ist. Dafür habe ich Geld gespart. Jetzt machen wir außen erstmal ein bisschen Kleber mit der Heißklebepistole. So, und jetzt können wir die Kanten ein bisschen rumkleben. Ah, heiß, ah, ah. Oh, fuck. Au. Boah, Leute, passt auf eure Finger auf, das tut so weh. Da brennt wie Zunder hier. So, jetzt haben wir die eine Hälfte schon fertig und ihr seht, man kann hier wirklich die Struktur nach oben wischen. Oh Gott, ist das geil. Jetzt machen wir noch schnell die andere Hälfte. Ich will jetzt wissen, wie es aussieht. Ja! Aua! Machen wir erst wieder eine Hälfte. Das legen wir jetzt wieder hier drauf. So Leute, eins will ich mal sagen. Diesen Fidget Spinner, das hat wirklich kein Mensch gemacht. Daumen nach oben für die Idee. Dann kleben wir das jetzt noch ein bisschen rum. So, jetzt haben wir das soweit erstmal fertig. Und jetzt können wir alles, was hier so ein bisschen übersteht, einfach mit einer Nagelschere abschneiden. Die hier beklebe ich aber auch. Und soll ich euch mal was zeigen? Ich habe nämlich noch anderen Stoff. So, dann schneiden wir einfach wieder ein Stück Stoff raus. Jetzt machen wir einfach Dickfettkleber hier auf den Punkt drauf. Und drücken das jetzt einfach hier drauf. So. Und hier machen wir dasselbe. Und drücken dann auch einfach hier auf den Stoff drauf. So, jetzt nehmen wir wieder unsere Schere und schnippeln einfach hier außen das ab. I love fidget spinner, ever we go. Jetzt können wir unsere Punkte hier wieder schön mit dran machen. So. So, Leute. Jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob das Ding funktioniert. Ah, das hängt jetzt noch ein bisschen. Jetzt müssen wir hier noch mal ein bisschen nachschneiden. Weil sonst ist einfach das Ding zu eng und es kann sich nicht richtig drehen.
So, jetzt kommt der nächste Versuch. Das sieht so geil aus, wenn man die Punkte dran macht. Dann kann man das ja einmal in Gold machen. Oder wir machen den Fidget Spinner in Rosa. Das können wir ganz genau machen, wie wir Lust haben. Oh mein Gott! So, so geil, wie man hier diese Farben ändern kann. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos und hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Denn dieses Video, das gab es noch nie auf YouTube. Das ist meine eigene Erfindung. Und dann würde ich sagen, guckt euch meine anderen Videos an. Bis dann. Tschüssi, Bösli!